Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Factorio, in dieser, welcher wir uns mit dem Eisenbahnsystem befassen. Warum? Weil wir es können und weil wir Spaß daran haben, Eisenbahn zu bauen und damit versuchen wollen. Ich weiß nämlich auch nicht mehr genau, wie das ging. Mit Hilfe von Zügen, wieso habe ich eigentlich 50 Solarzellen in der Tasche? Alter, ich muss eine riesen Solarfarm bauen. Auch da, ich hatte in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen, die Kritik, die dann kam, weil ich muss irgendwas so und so machen, was natürlich Quatsch ist, muss überhaupt nichts. Ich müsste das doch auf jeden Fall mit, also so und so machen, ne? Und, was aber natürlich, ist ja Quatsch, ne? Ich muss, nicht, wie heißt es? Also Schema F, ne? Funktioniert halt nicht. Ist auch langweilig, ne? Wenn jetzt einer sagt, naja, guck doch mal bei dem und dem Let's Player oder sonst irgendwie, der macht das so und so, er kann es gleich nachbauen und das ist ja auch uninteressant. So. Ich glaube, ist jetzt klar geworden. Gut, da läuft unsere Eisenbahnproduktion, unsere Eisenschienenproduktion. Da brauchen wir jetzt nur noch irgendwie was, wo wir die Sachen reinpacken. Aber wir sind noch eine Stahlkiste. Ich glaube, Schienen werden wir nie genug haben. Wo packen wir die denn mal hin? Hier hin. So, was war das denn hier? Filternder Greifarm. Okay. So, dann haben wir da unsere Schienen. Sehr gut, das läuft erstmal. Was ist hier so langsam? Der hier. So ist ganz gut, glaube ich. Wir müssen es auch nicht übertreiben. So, machen wir Bergbauproduktivität, würde ich sagen. Dann haben wir da noch so ein kleines Langläuferprojekt. Dann würde ich sagen, bauen wir kurz den Hindenburgdamm fertig und dann versuchen wir mal rauszufinden, wie das alles war mit den Schienen und den Gleisen. Das ist nämlich echt lange her. Aber ich habe halt Spaß dran, das so zu lösen. Also lösen wir das so. Wenn es nicht geht, können wir auch noch die Pipeline nehmen. Gut. Habe ich jetzt aber oft genug gesagt, oder? Ich glaube schon. Okay. Ich denke, gerne noch zumindest den Damm so bauen. Landaufschüttung, jawohl. Dass wir den Bereich, wo so Löcher drin sind, dass wir den gestopft haben. Das habe ich nämlich eben übersehen. So, ansonsten läuft unsere Fabrik ja ganz gut. Rohstoffe sind jetzt auch hinreichend da. Könnte sogar noch ein bisschen mehr Kupfer gemacht werden, sehe ich gerade da oben. Aber im Moment haben wir auch keinen Verbrauch für Solarpanel und so. Die brauchen ja auch immer ganz viel Ressourcen und Zutaten. Die bauen wir ja gerade nicht, deswegen fällt das gerade nicht an. So, hier, siehst du das hier? Das wollte ich ein bisschen zumachen, das haben wir nicht vergessen. So, jetzt mache ich gerade nur einen breit, weil es sonst, wenn es hinten raus wieder nicht reicht, dann wollte ich zumindest noch ein bisschen in der Tasche haben. Und dann vielleicht für die Eisenbahnschienen. Und da bin ich echt mal gespannt, wie ich das mit dem Zug hinkriege. Ich freue mich jedenfalls drauf, dass auch, wie gesagt, könnt ihr jetzt nachlesen, dann bete ich mit euch die Video runter oder wir spielen das Tutorial, dann beten wir das Tutorial runter, ist doch langweilig. Einfach mal probieren, passiert doch nichts, ist ein Spiel, wir wollen Spaß haben. So, ich hoffe, dass ich das noch beim letzten Kommentar schreibe. Also einige sind mir nicht, ist hier so ein bisschen aufgefallen, sagen wir es so. So. Da war noch 36, das hat sich ja voll gelohnt. Okay, ich stecke im Wald fest. Sehr gut. Eine Lokomotive zu bauen, brauchen wir 20 Motores. Das Problem unserer tollen Motorenfertigung ist, dass die überhaupt nirgendwo hingehen gerade. Das heißt, wir sollten hier vielleicht mal so eine Pufferbox bauen. Da können wir auch mit so einem Filtern greifen. Da können wir dann mit Kabeln irgendwie arbeiten, ne? Später mal, wenn man da noch was braucht. Warum sage ich das? Weil ein paar Motoren müssen wir weiter verarbeiten. Jetzt bauen wir aber erstmal eine Box hier hin. So, 20 für eine Lokomotive. Brauchen wir eine Haltestelle, müssen wir auch bauen. Zwei sogar. Dann brauchen wir einen Tankwagen. Erstmal. Weiß nicht, wie viel wir da noch von brauchen, das finden wir raus.
Und das ist ja jetzt auch sehr cool eigentlich für die Leute, die es perfekt auskennen, die das bis zum Erbrechen die letzten Wochen gespielt haben, im Gegensatz zu mir. Die wissen das jetzt und können sich freuen darüber, dass sie es besser wissen. Ist doch schön. Guck mal, für die Tankwagen müssen wir auch hier Tanks erst bauen. Okay, Schaltkreise. Ich habe so viel Stahl. Ja, geht. Können wir auch mal ein paar Schaltkreise auch mal einstecken haben. So. Ach, hier wurde auch Gummose. Ah, du brauchst drei. Du musst das eh alles umstellen. Ja, können wir ja dann irgendwann machen. Aber muss doch nicht alles immer sofort sein. Immer dieser Stress, immer dieser Druck. So, was ist ja eigentlich immer fabriklos. Ist sehr langsam mit den Motoren. Okay. Also 9 Stück haben wir. Gut. Dann sollten wir schon mal gucken, was brauchen wir denn als Infrastruktur. Also der Zug kommt dann hier irgendwie angefahren. Irgendwann, irgendwo. Und da brauchen wir natürlich so eine Art, ich sag mal, Bahnhof. Das heißt, wo der hier ankommt. Und die Ressourcen dann wieder, ich glaube, nehmen wir an, dass wir einfach zurück in Tanks packen, oder? Und dann weiß ich gar nicht, ob wir jetzt für jedes Material einen Tank brauchen. Ob dieser Wagen, den wir jetzt gleich einsetzen, oder der mehrere hat oder so. Das finden wir alles raus. Natürlich kann ich das nachlesen. Ich kann auch jetzt, ich glaube auch, dass das einiges machen, Wikipedia aufmachen. Dann einfach so tun, als hätte ich hier voll den Plan. Und dann als schlauer Mensch dastehen. Aber ich bin ganz normal, so wie auch, mit allen Fehlern und, ne, geht jetzt aufs Jahresende zu. Da wird man ja auch mal ein bisschen besinnlicher. So. Den noch. Den noch. Brauchen wir eh alles hier. Gut. Aber ich bin irgendwie jetzt schon mal ein bisschen beruhigt, dass wir uns wirklich um die Monster keine Gedanken mehr machen müssen. Ich habe da echt voll eine Fehlschaltung im Kopf gehabt. Glaubt ihr das? Seht halt schon mal. So. Demnächst machen sowas übrigens Roboter. Und grüne Fläschchen reichen. Müssen wir demnächst auch auf die nächsten Fläschchen umsatteln? Ich glaube, während wir auf die Motoren hier warten, können wir das auch schon mal uns zumindest mal anschauen. Und zwar, die nächste Sorte Fläschchen, das sind Wissenschaft für Militär, will ich nicht. Blaue Fläschchen, brauchen wir erweiterten Schaltkreis und Motoren und Erzförderer. Wie bitte? Wie bitte? Okay, also brauchen wir hier erstmal rote Schaltkreise, brauchen wir sowieso. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal weitere Fabriken. Dafür brauchen wir weitere Zahnräder. Und dafür brauchen wir weitere Eisenplatten. Und schon wieder wird das Eisen knapp. Ne? Wenn wir irgendwas Größeres machen, wie jetzt hier zum Beispiel Motoren, dann geht es schon wieder runter. Also ihr hattet vollkommen recht, wir werden dann unsere Grenzen stoßen. Aber hey, dann, wenn es dann akut wird, dann machen wir das. So. Und zwar gucken wir mal, was brauchen wir für rote Schaltkreise. Da war nämlich, glaube ich, schon, also für die roten brauchte man schon die Ölprodukte, ne? Kunststoff zum Beispiel. Oh Gott. Kunststoff wird. Oh, ja, Kohlung, Flüssigkeit. Oh Gott. Und einige haben sich in den Kommentaren schon gefreut. So, oh, weiß der gerade wohl eigentlich schon, wie kompliziert das wird? Ja, und das ist genau das. Das ist nämlich das Schöne, dass wir so lange nicht gespielt haben. Denn genau damit bin ich jetzt konfrontiert. Und das finde ich total toll. Und das ist so spannend, das jetzt mit euch gemeinsam unverstellt und unzensiert zu erleben. Ist hier denn kaputt? Nee. Die Steine sind schon leer. Wie viele Schienen haben wir denn? Och. Okay, ich glaube, die Schienen reichen erstmal. Hallo? So. Okay, pass auf. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Deswegen versuchen wir das einfach mal gemeinsam rauszufinden. Ja. Also erstmal von der Trassenführung wäre es natürlich cool, wenn wir hier zweigleisig legen könnten, aber das funktioniert nicht.
Deswegen gucken wir mal, dass wir hier so ankommen. Gut. Dann war eine Sache immer, dass man immer gucken musste, wie rum kommt man irgendwo an, damit das Bahnhofsdingensignal hier, ne, damit man da irgendwie anhalten kann. Sodass wir hier einmal rund fahren. Und ich weiß ja immer noch nicht, wie man auflädt mit einem Tankwagen. Tankwagen, das finden wir dann raus. So, das heißt, im Zweifelsfall muss hier irgendwie so ein Rohr hin. Wie wird das beladen? Oder wir bauen es in Fässer um und wir packen es in Fässer und die Fässer packen wir auf den Transportwagen, wenn wir es gar nicht rausfinden. Was macht denn unsere Lager hier eigentlich? Huch. Gehen wir mal gucken. Ja, die werden nicht gleichmäßig voll, ne? Das ist das alte Problem. Das gleich hält die Produktion auch an. Und irgendwann ist auch kein Öl mehr da. Kriegen wir alles hin. Gut, pass auf. Dann versuchen wir jetzt mal, hier möglichst platzsparend. Wir können das ja komplett hier unten die Befüllung machen. Das heißt, wir versuchen jetzt hier. Ging das so? Nee, ne? Ja, ich weiß noch, dieses Gleissystem, das war irgendwie sehr toll, dass man es mit Eisenbahn machen konnte, aber, ne, so war das irgendwie. Da gab es auch noch den Zugplanungsmodus oder sowas ähnliches. Züge? Nee. Warte mal, halt. Nein. Gerade Gleise manuell mit dem Gleisklammer oder Gleisbekannung. Kurze Strecken direkt mit Linienmassen. Gleisstrecken mit Shift und Linie. Ja, aber wir gehen nochmal der Gleisplaner. Das war nur hier drauf, ne? Oder wie war das? Ach so ging der. Genau. So, wenn wir jetzt hier so hoch. Ne, wir müssen gucken, wie wir hier einmal rumkommen. So, oder? Nein. So. Gut. Ich glaube, so ging das. So, und dann müssen wir irgendwo sagen, wo der Zug dann anhalten soll, damit da was drauf bleibt. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn das hier auf dieser Seite ist, ne? Hm. Sie könnten zumindest... Wir haben drei Sorten Öl. Wir haben im Zweifelsfall das irgendwie so hinmachen müssen, dass das... Dann ist hier alles im Weg. Oh. Ist nicht schön. Nee, nee. Schön ist das nicht. Und hier oben. Na gut, hier würden auch so viele Wagen hinpassen irgendwie. Das gefällt mir noch nicht. Entschuldigung, wir reißen das nochmal ab. Es tut mir leid. Da müsst ihr jetzt einmal kurz durch. Könnt ihr auch Pendelverkehr machen, ne? Geht das nicht auch? Keine Ahnung. Wir machen es erstmal so. Wird ja dann bestimmt wieder viele Kommentare geben, die mir das dann sagen, wie das geht, ganz freundlich. Du kannst die Kommentare lesen, willst du, mach kein YouTube. Ja, ist ja gut jetzt. Das war zu früh. Huch. Und hier könnten wir mit Projekt Landauffüllung vielleicht noch was hin.
basteln, wenn das nicht reichen sollte. Jetzt ist da wieder das Ding im Weg. Auch so gar nicht. Dass der auch so gar nicht drauf eingeht mit seiner Gleisplanung, wo ich meine Lampen hinbaue, ne? Dass das alles in meinem Weg ist. So. Pass auf, dann machen wir ruhig die gesamte Länge, soweit wir hier kommen. Und war ja klar, dass es genau in die Mauer reingeht. Dann müssen wir noch ein Stück rauf. So, was haben wir hier? Schaltungsnetz. Kontrolle über Meerwasserschacht, du lieber Gott. Warte mal, wir machen erstmal hier Module. Genau, Upgrade-Module. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und dann finden wir gemeinsam raus, wie wir die Züge befüllen. Also, ich hab Spaß dran. Macht's gut. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderoll.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.